Du bist auf der Suche nach einer Inspiration für einen fantastischen Gaming-PC im White-Build-Format? Dann bist du hier genau richtig, denn in diesem Video bauen wir ein. Und damit hi und hallo und herzlich willkommen beim Bastelnerd. Mein Name ist René und ich baue dir den besten PC zu deinem Budget, so wie in diesem Video. Denn wie du siehst, ist der Gabentisch reichhaltig gedeckt, denn der gute Volker ist auf mich zugekommen und hat gesagt, du, ich brauche auch einen schönen Gaming-PC. Für die Wintertage zum Zocken und natürlich auch für etwas drüber hinaus. Und am besten das Ganze in Weiß. Ja, und diese ganze Hardware, die hier auf dem Tisch steht, die werden wir nämlich heute verbauen in diesem fantastischen Gaming-PC und setzen dabei auf den Ryzen 7800X3D, der wohl mit aktuell beste Gaming-Prozessor, auch rein was preis-leistungstechnisch angeht, minimal schneller in ein paar Teilen, ist halt der 16-Kerner von AMD, der 7950X3D. Und verbauen werden wir ihn auf diesem fantastischen Asus ROG Strix Mainboard mit X670E-Chipsatz, das A-Gaming Wi-Fi. Ja, wie der Name schon verrät, natürlich hat das Board Wi-Fi, hat den 4080 Soundchip, fantastische Spannungsaufbereitung und so weiter. Aber warum haben wir dieses Board ausgewählt? Es soll ja ein bisschen White-Build werden. Weiße Mainboards sind ein bisschen rar, beziehungsweise richtig weiße sind auch sehr teuer. Und da ist dies der gute Kompromiss, wird halt oft verbaut. Die A-Gaming-Serie von Asus in White-Builds hat relativ viel Silber auf dem Board, was auch teilweise so als weiß rüberkommt. Finally werden wir das dann sehen, wenn der PC zusammengebaut ist, wie es sich dann macht. Aber die Erfahrung zeigt, es sieht immer richtig nice aus mit den A-Gaming Mainboards. Dann gekühlt wird der Prozessor von der brandneuen Corsair Aio, die H150i LCD, diesmal ohne Elite. Die alte Version hieß noch Elite, die heißt jetzt nicht mit Elite, weil die nämlich die QX120 Fans auch da drauf hat, auf dieser Aio. Und die kommen natürlich auch nochmal zusätzlich hier zum Einsatz, damit das alles ein bisschen harmonisch zusammenpasst und nicht irgendwelche anderen Lüfter dann noch mit dazu. Verbauen wir nochmal 5 zusätzliche Lüfter. Und einmal so ein Winkelkabel habe ich auch noch damit zu rein konfiguriert, damit das nachher mit den Kabeln alles schick aussieht. Wie das nachher funktioniert und ob das passt, das wirst du dann am Ende am Video im Fazit sehen. Dann haben wir noch als Arbeitsspeicher den Corsair Dominator in der neuen Version, nämlich Titanium. Ich weiß, ist ein bisschen Bruch, weil wir ein White Build bauen wollen und der RAM ist jetzt grau. Ist halt leider so, es gibt die halt nur mit Intel XMP in schwarz und in weiß und in Expo RAM-Profil für AMD sind die halt eben grau. Ich kann es halt nicht ändern. Dann als Massenspeicher kommt dann noch die Kingston Fury Renegade zum Einsatz mit 2 Terabyte. Fantastische 7300 im Lesen und 7000 im Schreiben mit einer der schnellsten PCI Express 4.0 SSDs. Um die ganze RGB-Geschichte dann noch abzurunden, kommt natürlich auch nochmal Li-An-Li Strymer-Kabel dazu, beziehungsweise kommen eigentlich natürlich, sollten die ursprünglich nicht dazu kommen, eigentlich nur gesleevte Kabel. Aber Cable Mod, wie wir das alle so kennen, die vielleicht schon mal bei Cable Mod was bestellt haben, haben halt wieder ewig lange Lieferzeiten von 6 Wochen plus. Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann nehmen wir jetzt einfach die RGB-Kabel und ab dafür. Dann als Highlight kommt hier zum Einsatz eine fette Grafikkarte. Und zwar die Gigabyte Aero Micache. Jetzt muss der Kater hier im Karton rumschnüffeln. So, ich musste just den Kater vom Karton wegbringen. Als Highlight kommt dann zum Einsatz hier die Gigabyte Aero 4080 in weiß natürlich. Also wer die Gigabyte Aero Serie kennt, weiß, die Produkte sind halt weiß, weiß in weiß. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr drauf. Gigabyte Grafikkarten verbaue ich ja an sich so nicht so oft. Aber ja, der Karton wiegt auf jeden Fall einiges. Es ist auf jeden Fall auch eine qualitativ hochwertige Grafikkarte mit natürlich 16 GB VRAM. 4 Monitorausgängen, 3x DisplayPort, einmal HDMI. Und ansonsten haben wir natürlich dann die ganzen Nvidia-Features wie Raytracing, NVENC, DLSS3 und so weiter. Und befeuert wird das Ganze dann von einem Corsair RM1000X in der Shift Edition. Ja, die hatte ich auch noch nicht hier bei mir. Das ist dieses Netzteil, was
die Anschlüsse quasi an der Seite hat, statt hinten an dem Netzteil, soll das alles so ein bisschen vereinfachen, das Kabelmanagement bzw. das Einstecken der Kabel. Ob das dem so ist, das werde ich dann auch im Fazit berichten. Es ist auf jeden Fall ein super Netzteil mit 80 plus Gold Zertifizierung, 10 Jahren Garantie, 140 mm Lüfter und gehört natürlich auch zu den Tier A Netzteilen. Natürlich sind die 1000 Watt vielleicht ein bisschen überdimensioniert hier für dieses System. Ja, nicht nur vielleicht, die sind etwas überdimensioniert, aber das ist auch bewusst so ausgewählt. Falls man hier mal später eine Grafikkarte upgraden will, dann ist man auf jeden Fall sicher, dass man genug Leistungsreserven hat und muss nicht nochmal wieder für 180 Euro oder was ein neues Netzteil kaufen, was dann irgendwie 200 Watt mehr hat, wenn man jetzt hier oder 250, wenn man jetzt hier auf beispielsweise 750er gesetzt hätte, was natürlich auch für dieses System hier ausreichen würde. Ja, so viel zur Vorstellung der Hardware. Ne, nicht ganz, stimmt nicht. Hier im Hintergrund kann man fast gar nicht sehen. Als Gehäuse kommt zum Einsatz das Fantex NV5. Dazu habe ich auch ein Unboxing aufgenommen und einen ultimativen Test. Den findest du übrigens hier. Das Gehäuse ist zwar noch nicht ausgepackt, aber das mache ich jetzt gleich im Anschluss, weil ich den Tisch hier einmal leergeräumt habe. Und ja, da kannst du auf jeden Fall dir das Gehäuse dann auch nochmal in gänzlicher Länge reinziehen, wie es sich so macht und so weiter. Ansonsten findest du wie immer die komplette Hardware als Geizhalsliste unten in der Videobeschreibung verlinkt. Falls du Interesse hast an einem Nachbau von diesem PC oder du da vielleicht noch ein bisschen umkonfigurieren willst, vielleicht eine etwas kleinere Grafikkarte, einen kleineren Prozessor. Und damit würde ich sagen, starten wir mal mit dem Zusammenbau. Das passiert wie immer auf twitch.tv/bastelnerd. Falls du da noch nicht folgst und dir das mal angucken willst in kompletter Länge, wie ich hier so einen PC zusammenbaue, folg da gerne mal. Du siehst auf jeden Fall jetzt hier den kurzen Zusammenschnitt und dann sehen wir uns gleich zum Fazit wieder. Ein Livestream später und ein fantastischer PC steht neben mir. Ja, wie du siehst, ist es super gelungen, letztendlich. Aber es gab natürlich auch so ein paar Auffälligkeiten beim Zusammenbau von diesem PC. Ich habe ja das erste Mal auch in diesem Gehäuse gebaut und auch das erste Mal mit dem IQ-Link Cosmos Kontakt gehabt. Und ja, der IQ-Link Cosmos, der hat mich auch so ein bisschen, ja, zur Verzweiflung gebracht, sage ich jetzt mal so etwas überspitzt. Und zwar die ganze Verkabelung, ne? Du siehst das hier oben in der Ecke, haben wir einen Haufen Kabel. Es müssen halt an diese IO mehr oder weniger drei
Kabel angeschlossen werden, um das zu realisieren, so wie ich mir das gedacht habe. Also ein Kabel ist für den Hecklüfter, ein Kabel geht zum Controller und ein Kabel ist für die Steuerung des Displays. Dafür haben wir natürlich den Vorteil, dass wir jetzt vom Display selber kein Kabel mehr weggeht, weil das in den Schläuchen mit integriert ist. Aber irgendwo müssen trotzdem dann die Anschlusskabel hin. Deswegen hatte ich das erst einmal die Schläuche nach rechts gebaut, mir das angeguckt, dann wiederum anders so rum eingebaut und so rum war es halt nun mal nachher letztendlich die bessere Lösung. Das hat natürlich dann dementsprechend auch etwas länger gedauert, wenn man das alles mal einmal so rumbaut, einmal so rumbaut. Auch der Frontlüfter war auch so ein Ding. Ja, da hat die Community im Livestream gesagt, ja, hier diese LED-Schlitze hier, die müssen nach vorne, das sieht besser aus. Ich wollte es eigentlich so machen, dass ich die Corsair-Logos halt parallel ausrichte. Aber ja, da muss ich der Community recht geben, wenn hier vorne nochmal der LED-Streifen ist, sieht es so besser aus. Ansonsten ließ sich in diesem Gehäuse super gut bauen. Wir haben auch hier oben im Deckel richtig viel Platz für die AIO, sogar, dass wir die ein paar Zentimeter hin und her schieben können, was es natürlich auch wesentlich einfacher macht, wenn du beispielsweise die Schläuche wie in diesem Fall auf die linke Seite montieren willst. Dann noch kurzes Fazit zu der Grafikkarte. Ja, die Gigabyte Aero 4080. Es ist natürlich ein verdammt dicker Klopper, wie du das siehst. Und ich habe es auch nochmal nachgeguckt. Ich habe es mir ja schon fast gedacht, aber die Grafikkarte hat tatsächlich genau die gleichen Abmaße wie die 4090. Ergo wird der wahrscheinlich auch der gleiche Kühler drauf sein wie bei der 4090. Das macht sich nämlich zumindest auch in den ganzen Benchmarks und Gaming-Tests und so weiter bemerkbar, denn diese Karte ist einfach nicht hörbar. Also die Lüfter, die drehen natürlich dann irgendwann, fangen die mal an, ein bisschen sich zu drehen, aber die müssten halt nicht viel machen bei so einem brutalen Kühler und dem kleineren Chip, der halt nur eine TDP von 320 Watt hat, statt 450, wie bei der 4090. Und dementsprechend super geil, dass diese Karte so leise ist. Und auch Thema Spulenfiepen. Den Gigabyte-Karten wird ja nachgesagt, die sollen in der 40er-Serie verhältnismäßig wenig Spulenfiepen haben. Und das kann ich jetzt auch bestätigen, dass die zweite Gigabyte-Karte, die ich jetzt verbaut habe, der 40er-Serie, und auch diese Grafikkarte hat nahezu kein Spulenfiepen. Also muss wirklich schon mit dem Ohr dicht dran gehen. Also von daher, die Grafikkarte gefällt mir wirklich richtig gut. Die Gaming-Leistung ist natürlich auch phänomenal, wenn man das jetzt nicht gerade mit einer 4090 vergleicht. Von daher ist natürlich hier mit einem 7800X 3D und einer 4080 alles problemlos spielbar und auch teilweise in 4K mit hohen FPS. Also von daher, Leistung hat dieses System genug. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen von den eigenen persönlichen Ansprüchen ab. Aber wir haben natürlich auch hier ein fetteres Netzteil verbaut mit 1000 Watt, falls man da mal später ein Grafikkarten-Upgrade in Erwägung zieht. Habe ich auch zum ersten Mal das Shift-Netzteil verbaut. Also es ist einfach ein RM1000X. Das gibt es auch als ohne Shift-Netzteil. Wäre jetzt bei diesem Gehäuse nicht notwendig gewesen, diese Shift-Version zu nehmen. Denn wir haben hier vorne nochmal diesen kleinen Bunker hier, wo wir richtig viel Platz haben. Und so haben wir jetzt bei diesem Netzteil aber die Möglichkeit, die Anschlusskabel hier alle reinzustecken, was ich dann auch gemacht habe. Ja, dann haben wir hier so ein bisschen mehr Kabelwulst. Ist aber nicht schlimm, passt alles super in das Gehäuse rein. Und selbst hier haben wir jetzt auch noch ohne Ende Platz. Da ist auch noch gerade die Test-SSD drin, deswegen ist auch dieses rote Kabel hier drin, die ich dann nachher da wieder rausbauen muss. Ansonsten kabelmäßig sieht es hier so aus. Hier ist der IQ-Link-Controller. Hier ist der Controller für die Lianli Strymer-Kabel. Strymer-Kabel, gutes Stichwort. Da musste ich bei diesem Gehäuse so ein bisschen modifizieren. Und zwar ist genauso wie hier an dieser Stelle sind da so Stege gewesen. Ne? Hier einer genau da in der Mitte und den habe ich dann wegmachen müssen. Habe ich einfach weggeschnitten und dann den Rest mit dem Cuttermesser weggemacht, damit ich hier das Strymer-Kabel schön platt anliegend hier montieren kann, weil sonst hätte ich die Seitendeckel nicht mehr drauf gekriegt oder ich hätte irgendwie drauf gekriegt, aber dann hätte ich das Kabel beschädigt und so weiter. Also da musste ich so ein bisschen modifizieren.
Dann habe ich auf die Grafikkartenstütze, die beim Gehäuse mitgeliefert wird, verzichtet. Aus dem folgenden Grund, weil bei der Grafikkarte eine dabei lag und die trägt halt nicht so dick auf, sondern ist halt hier oben so ein, ja, so ein Galgen, der dann hier hinten das nochmal abstützt. Und wenn ich die Originale hier vom Gehäuse jetzt verbaut hätte, dann hätte ich das hier auch vor dem GeForce RTX gehabt und ich hätte das hinten unter dem dritten Lüfter, wäre die dann auch noch gewesen. Und somit habe ich dann jetzt einfach die genommen, die bei der Grafikkarte beiliegt, weil es halt optisch schöner aussieht. Zusammenfassend lässt sich sagen, es ist ein wunderschöner Gaming-PC geworden, der auch richtig Bock gemacht hat zu bauen, auch wenn es eine kleine Herausforderung war. Aber besser mal eine Herausforderung als 20 Mal den gleichen PC bauen. Preislich bleibt diese ganze Geschichte trotz der High-End-Komponenten ja auch noch im Rahmen. Falls du dich für den Nachbau interessierst, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Da findest du alle Teile in der Geizhalsliste, was ich hier so verbaut habe. Natürlich fallen hier die Corsair QX-Lüfter so ein bisschen aus dem Rahmen und sprengen das alles so ein bisschen. Wenn man das natürlich mit anderen Lüftern baut, bist du dann natürlich deutlich günstiger unterwegs. Und natürlich kann man hier auch eine 4070 oder so einbauen, um das Ganze preislich auch noch attraktiver zu gestalten. Auch Prozessor und so weiter. Natürlich, Netzteil wollte ich dann auch nicht so ein großes. Mich würde interessieren, wie findest du diesen White RGB Gaming PC? Schreib es mal gerne unten in die Kommentare. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal, um auch zukünftig keine weiteren PC-Builds hier zu verpassen oder Hardware-Tests etc. Und dann sehen wir uns gleich wieder.